Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Mein Name ist Richard Schwarz. Ich bin Doktor der Medizin, Inhaber eines Lehrstuhles für Neurochirurgie und Chefarzt eines großen Krankenhauses. Was Sie von mir hören werden, ist ein Erfolgsbericht, zugleich aber auch die Reportage meines Scheiterns und eine Beichte. Der Tag hatte begonnen wie jeder andere. Herr Professor, die Post. Auch als meine Sekretärin mein mit doppelten Polstertüren abgeschirmtes Arbeitszimmer betrat, auf Sie, Herr Professor, hatte ich nicht die geringste Vorahnung. Eine Frau Zacharias möchte Sie sprechen. Kenne ich nicht. Ihr Mann liegt seit gestern privat auf der Inneren. Schwerreicher Fabrikant. Na schön, Hoffmannchen. Um Kundendienst kommt er keine Branche herum. Aber bitten Sie auch Dr. Küchler zu mir und er soll das Krankenblatt mitbringen. Jawohl, Herr Professor. Übrigens, sie ist sehr attraktiv. Gönnen Sie mir das nicht? Aber Herr Professor... Na, machen Sie schon. Ist heute sonst noch was? Dr. Eichhorn bittet Sie, sich einen Fall auf 23 anzusehen. Das hat Zeit. Erinnern Sie mich nachher daran. Also bitte lassen Sie die Dame eintreten. Der Herr Professor lässt bitten. Guten Tag. Vielen Dank. Schwarz, bitte nehmen Sie Platz. Vielen Dank. Zigarette? Danke, ja. Ja, ich kenne den Fall Ihres Gatten nicht, aber der zuständige Arzt wird jeden Der Name Arthur Zacharias sagt Ihnen nichts? Wie bitte? Nein, nein, das ist nicht möglich. Was? Mein engster Schulfreund hieß so, aber Sie können doch mein nicht Mein Mann ist 23 Jahre älter als ich. Also doch, es wäre also möglich, dass ich mit Ihrem ehemaligen Freund verheiratet bin. Ja. Gestern ist er in einer Konferenz zusammengebrochen. Er ist wieder bei Bewusstsein, aber Dr. Küchler lässt mich noch nicht zu ihm. Er wird wissen, warum. Sicher ein Herzanfall, Überarbeitung. Herrgott, wo bleibt denn der Küchler mit dem Krankenblatt? Ihre Freundschaft war mit der Schulzeit zu Ende? Naja, wie das so ist, wir haben uns aus den Augen verloren. Er hat manchmal von Ihnen erzählt. Vor allem, wenn etwas über Sie in der Zeitung stand oder wenn wir Sie im Fernsehen... Und warum hat er sich nie gemeldet? Manchmal hatte ich das Gefühl... Er schämte sich, Ihnen unter die Augen zu treten. Ach. Meine Sekretärin deutete an, er sei Fabrikant. Großindustrieller. Die Zacharias-Gruppe gehört ihm und er leitet sie. Millionär also. Ein schwaches Wort für ihn. Aber Sie sagen das, als ob es etwas Unanständiges wäre. Das können Sie nicht verstehen, gnädige Frau. Nennen Sie mich bitte Helen. Danke. Ich will es versuchen. Obwohl ich glaube, dass die Sehnsucht nach einer Frau wie Sie, meinen Freund, der nie viel Erfolg beim anderen Geschlecht hatte, ebenso von seinen Idealen entfernt hat wie die Zacharias-Gruppe. Was wollen Sie damit sagen? Es hätte eine Zeit gegeben, in der Arthur sich nicht für Geld interessierte? Er schwärmte für Hölderlin und wollte Philosoph werden. Finden Sie das komisch? Sie kennen ihn nicht, wie er heute ist. Ach, da sind Sie, Herr Küchler. Sie kennen sich? Ja, natürlich. Ihr Patient war vor mehr als 30 Jahren mein bester Freund. Oh, es tut mir leid. Schwerer Infarkt? Hier ist der Befund. Danke. Bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Gibt es keine Hoffnung mehr? Nein, keine. Er hat sich restlos kaputt gemacht. Im Grunde für nichts. Was kann noch für ihn getan werden? Geld spielt keine Rolle. Stimmt. Geld spielt für ihn nicht mehr die geringste Rolle. Höchstens noch Menschlichkeit, Seele. Wir können ihm das Ende erleichtern. Auch Sie. Ich werde alles tun, was man von mir erwarten kann.
Manchmal betritt man ein Krankenzimmer und hört, verzeihen Sie die poetischen Töne, die Flügel des Todesengels rauschen. Aber nicht darüber erschrak ich, als ich an Arthurs Bett trat, denn darauf war ich vorbereitet. Nein, nein, es traf mich bis ins Innerste, als ich unter der gelblich-gläsernen Maske eines verbrauchten Managers das Gesicht meines Mitschülers erkannte, so wie es aussah, als er 19 war. Die unnatürlich großen Augen, die in der Jugend neugierig nach der Zukunft gefragt hatten, stellten nun die Frage nach dem Sinn der Vergangenheit. Ehe wir uns begrüßt hatten, wusste ich, dass sein Verstand sich keine Illusionen machte. Aber wieder waren es seine Augen, die mich hätten warnen müssen. Heute weiß ich, dass es meine Aufgabe als Arzt, Mensch und Freund gewesen wäre, sie stumpf und todesbereit zu machen. Anschließend besuchte ich auf Dr. Eichhorns chirurgischer Station den Patienten Eugen Kunert. Vor der Tür des Einzelzimmers, in dem der Todkranke lag, wartete seine Frau, ein hübsches, belangloses Ding mit primitiv kalter Einstellung zur Umwelt. Die Ehe schien für sie ein Vertrag zu sein, der Versorgung und Sexualität regelte, sonst nichts. Der 25-jährige Eugen Kunert war ein kräftiger Mann von blendender Konstitution, aber mit einem bösartigen, inoperablen Geschwulst im Gehirn. Oh, mein Kopf, Herr Professor. Es ist nicht zum Aushalten. Alle denken, ich spinne. Aber wenn Sie meinen Kopf hätten... Ach, niemand hier glaubt, dass Sie markieren, Herr Kunert. Also sagen Sie das mal meiner Frau. Die denkt, ich bin bloß zu faul zum Arbeiten. Na gut, ich werde mit ihr reden. Herr Professor. Ja. Manchmal denke ich, es wird nichts mehr mit mir. Ach, Unsinn. Warum kriege ich denn bloß immer Tropfen und Pillen und Spritzen? Wir tun für Sie, was wir können. Eben nicht! Mein Doktor sagt schon lange, ich muss operiert werden. Das wollten Sie doch aber nicht. Aber wenn nichts anderes mehr hilft... Sie hätten es nicht so lange aufschieben dürfen, mein Lieber. Heißt das... Nur hat's keinen Zweck mehr? Ach, kommen Sie, jetzt regen Sie sich nicht auf. Aber Sie können mich doch nicht so einfach verrecken lassen. Wer will das denn? Wo gibt's denn sowas, dass einer an Kopfschmerzen krepiert? Die Schwester gibt Ihnen jetzt eine Spritze. Aber Sie müssen mir doch helfen. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Warum helfen Sie mir denn nicht? Ihr könnt mich doch nicht einfach verrecken lassen. Tja. Kunert. Ach, der stellt sich immer so an, wenn er was hat, Herr Professor. Na, ich kann mich auch nicht ins Bett legen, wenn ich Kopfschmerzen habe. Kommen Sie. Setzen wir uns hierher, bitte. Frau Kunert, Ihr Mann ist sehr schwer krank. Aber wie lange kann denn das dauern? Ja, können Sie mir das nicht wenigstens ungefähr... Ach nein, das ist nicht möglich. Doch. Er ist leider zu spät zu uns gekommen. Viel zu spät. Nein! Nein! Ich kann mir denken, wie Ihnen zumute ist. Trotzdem dürfen Sie sich nichts anmerken lassen, wenn Sie bei ihm sind. Er soll doch in Frieden sterben, nicht wahr? Ja, in Frieden, klar. Ich weiß nicht, wo ich mit den Girlen bleiben soll. Mein ganzes Leben hat der Kerl versaut. Und jetzt soll ich an seinem Bett sitzen und grinsen und so und sagen, na lass mal, wird schon alles wieder werden. Bloß damit er sich genauso bequem wegstehlen kann, wie er gelebt hat. Sie sind sehr bitter, Frau Kunert. Pflichten, ja. Husch ins Bett, marsch in die Wochen, los in die Waschküche. Kinder und Sorgen rausschmeißen, der hohe Herr hat Kopfschmerzen. Und nun, Eva Kunert, lächle wie eine von der Heilsarmee. Dein Göttergatte will sterben und dich in der Scheiße zurücklassen. Den Ton kennen Sie wohl nicht, Herr Professor. Glaub ich. In Ihren Kreisen ist das anders. Ihre Haltung kann ich Ihnen nicht vorschreiben. Aber wenn Sie vorhaben, Ihrem Mann Szenen zu machen, muss ich Ihnen sofort die Besuche verbieten. Verbieten Sie ihm lieber, dass er sich einfach fortmacht. Wozu sind Sie Professor, wenn Sie nicht mal das können? Widerlich? So kam es mir zuerst vor. Mittlerweile sind mir gewisse Zweifel gekommen. Indessen geriet Arthur Zacharias allmählich in den Verdacht, sich zu einem medizinischen Wunder zu entwickeln. Wenigstens beim Pflegepersonal. Als ich die Stationsschwester 2 Tage nach meinem ersten Besuch bei ihm traf, sagte sie... Herr Professor, Sie müssen heute Ihren Freund wieder besuchen. Sie ahnen ja gar nicht, wie blendend sich Herr Zacharias erholt hat. Ich ging also erneut zu ihm. Herein. Na, Alter? Wie geht es mir?
nicht annähernd so gut, wie du dich fühlst. Dachte ich mir. Ich freue mich, dass du es so nüchtern siehst. Leute, die mit Würde zu sterben wissen, sind die bequemsten Patienten, nicht wahr? Sei nicht unsachlich. Hör mal zu, Richard. Aus mir ist eine führende Persönlichkeit der Wirtschaft geworden. Weißt du, wie ich das gemacht habe? Nein. Ich habe mir das Resignieren abgewöhnt. Ohne Resignation keine Pleite. Hübsch. Sehr hübsch. Das solltest du dir patentieren lassen. Ich bin ein Boss geworden. Du ein Experte. Worauf willst du hinaus? Der Boss engagiert in einer Krise Experten und lässt sich die Lage schildern. Dann verlangt er, dass sie gemeistert wird. Wenn aber keiner mehr einen Ausweg sieht? Dann zwinge ich sie, ihre geheiligte Wissenschaft so zu vereinfachen, dass selbst ich sie verstehe. Ah, und? Plötzlich fangen sie an, ihr Fachgebiet selber wieder mit Laienaugen zu sehen. Knoten und Verkrampfungen lösen sich. Und dann zeichnet sich doch ein Ausweg ab. Das mag mit Ingenieuren oder Volkswirten hin und wieder funktionieren, solange es mit den Naturgesetzen in Einklang steht. Meinst du? Nun, ich habe bisweilen die Fachleute gezwungen, die Naturgesetze anders auszulegen, als sie es gewöhnt waren. Meine Lösungen waren, wenn du willst, manchmal gordisch. Arthur, lass die Katze aus dem Sack. Wenn es nach den Experten gegangen wäre, gäbe es kein einziges Werk der Zacharias-Gruppe mehr. Und du meinst, wenn es nach uns Ärzten geht, wird es bald auch keinen Arthur Zacharias mehr geben? Ist das nicht so? Aber nicht, weil es nach uns geht. Das ist mir zu allgemein ausgedrückt. Die medizinischen Zusammenhänge sind sehr kompliziert. Dann vereinfache sie eben. Wenn du mir unwiderlegbar beweist, dass es aus ist, werde ich ein guter Verlierer sein. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Mein Herz ist am schwersten geschädigt, nicht wahr? Es ist eines der am schwersten geschädigten Organe. Was zu Banarztzeiten noch eine tollkühne Operation war, ist längst Routinesache. Ach, Mensch. Arthur, wenn dir mit einer Herzübertragung zu helfen wäre, dann hätte Küchler längst daran gedacht. Es gibt kaum Organe, die man heute nicht verpflanzt. Aber doch nicht alles in einen Körper. Da haben wir es. Nicht üblich. Hat noch keiner versucht. Lieber Freund, außer deinem Gehirn, das jetzt derart blödsinnige Gedanken produziert, ist bei dir so gut wie nichts mehr brauchbar. Aber das Hirn ist gesund. Soll ich es dir herausoperieren und an einen Apparat anschließen? Für mich wäre das kein Leben. Für mich auch nicht. Habe ich dich also überzeugt? Tut mir leid. Nein. Mein Gehirn ist wichtiger als alle anderen Innereien und es ist in Ordnung. Mach was draus, Richard. Du Experte. Arthurs Verhalten war im Grunde nicht ungewöhnlich. So sah seine persönliche Variante des Selbsterhaltungstriebes aus, eine Art unterkühlter Todesangst. Aber das Gespräch mit ihm ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Es wurde so schlimm, dass ich keinen anderen Ausweg aus diesen quälenden Gedanken mehr sah, als ihnen nachzugeben, um sie zu widerlegen. Und deshalb beauftragte ich Dr. Küchler, noch einmal sehr eingehende Zellen- und Blutuntersuchungen bei Arthur vornehmen zu lassen. Ja, glauben Sie denn, dass man noch etwas für ihn tun kann? Ich wäre Ihnen dankbar, Herr Kollege, wenn Sie meine Anordnungen ohne Widerspruch... Das war nicht anständig von mir. Aber ich wollte mich nicht zwingen lassen, meine verrückten Gedanken preiszugeben. Dr. Eichhorn, der Oberarzt der Chirurgie, fragte nicht nach Gründen, als ich ihn bat, die gleichen Untersuchungen bei Kunert durchführen zu lassen. Am Abend brachten die beiden mir gleichzeitig die Ergebnisse. Ist doch nicht möglich. Haben Sie schon verglichen? Ja, fast so identisch wie bei eineigen Zwillingen. Übertreiben Sie nicht, Herr Eichhorn. Fast, habe ich gesagt. Mindestens sind sich die Antigene so ähnlich, dass man bei Verpflanzungen nicht viel manipulieren müsste. Würden Sie daraus irgendwelche Folgerungen ziehen? Was meinen Patienten betrifft, nein. Der käme höchstens als Organspender für Küchlers Fall in Frage. Herr Professor, Sie wissen, dass der Körper Ihres Freundes restlos ruiniert ist. Dr. Eichhorn, besteht bei Kunert Verdacht auf Tochtergeschwülste? Ausgeschlossen. Meine Herren, wenn wir einmal vieles von dem vergessen könnten, was wir für üblich oder möglich halten,
Welcher Gedanke drängt sich uns dann auf? Warum sprechen Sie es nicht aus? Weil es absurd wäre. Das war die erste Herzübertragung auch. Dr. Eichhorn? Wir können doch dem Kunert kein neues Gehirn einsetzen. Würden Sie mir diese Behauptung bitte wissenschaftlich begründen? Professor, das ist... Das wäre doch... Was? Ja, also wenn Sie das nicht selbst spüren, dann... Hat man Sie auf der Universität gelehrt, sich von Gefühlen leiten zu lassen? Wir müssen uns doch fragen, ob die Operation, selbst wenn sie möglich wäre, im Interesse des Patienten läge. Hören Sie, ein Risiko ist natürlich... Ich spreche vom Risiko des Gelingens. Das ist mir zu hoch. Aber ich erinnere mich, gelernt zu haben, dass um 1970 herum vorausgesagt wurde, dass eines Tages Gehirntransplantationen möglich sein werden. Das ist lange her. Und jetzt ist es eben soweit. Das waren 1968 der Becke in New York und Kantl in Moskau. Aber der Russe hat darauf hingewiesen, dass dem Menschen solche Operationen aus ethischen Gründen nicht erlaubt sind. Nicht einmal, wenn es gilt, der Gesellschaft ein Genie zu erhalten. Ach, hören Sie mir mit Ethik auf. Mein Patient ist kein Genie, sondern ein mehrfach vorbestrafter Asozialer. Aber kribbelt es Ihnen nicht auch in den Fingern, etwas zu tun, das theoretisch möglich ist? Und was eine Sensation wäre, wenn wir es schafften? Mit einem Machtwort beendete ich die Diskussion. Nur flüchtig kam mir zu Bewusstsein, dass Eichhorn von einem Denkfehler ausging. Er glaubte, sein Patient Kunert werde ein neues Hirn bekommen, wie einem ein fremdes Herz eingesetzt werden kann oder eine Lunge. Aber ich hatte jetzt weder Zeit noch Lust, ihn aufzuklären. Kunert muss eindeutig tot sein, ehe wir beginnen. Wieso? Wollen Sie ihn umbringen? Im Gegenteil. Er muss tot sein. Vorher brauchen wir aber seine Einwilligung. Der ist seit heute früh bewusstlos. In 2-3 Tagen ist das zu Ende. Ich glaube nicht, dass er vorher noch mal zu sich kommt. Fragen wir doch seine Frau. Ich komme allerdings mit dieser widerlichen Person nicht sehr gut aus. Überlassen Sie mir das Mädchen, Chef. Gut. Aber sie soll es Ihnen schriftlich geben. Damit hatte ich wieder einmal eine unangenehme Sache von mir weggeschoben. Mir war klar, Eichhorn würde Eva Kunert wahrscheinlich sagen, wir hätten vor, ihrem Mann ein neues Gehirn einzusetzen. Damit würde sie selbstverständlich einverstanden sein. Und wenn sie später ihren Irrtum... Aber das hatte Zeit. Ich baute hohe wissenschaftliche Mauern um mich auf, um mich vorzubereiten. Von jetzt an schlief ich auch im Krankenhaus. Das vorgesehene Operationsteam verpflichtete ich zu absoluter Geheimhaltung. Publicity wäre das Letzte gewesen, was ich mir gewünscht hätte. Dann musste ich Arthur informieren und warnen. Denn ganz so verantwortungslos, wie Küchler mich sah, war ich nämlich nicht. Du stellst mich vor die Wahl zu sterben oder mit der Figur eines 25-Jährigen herumzulaufen? Die Antwort kannst du dir selbst geben. Erlaubst du, dass ich vorher mit deiner Frau spreche? Mit Helen? Das solltest du, glaube ich, nicht tun. Ich werde sie bitten, für mich eine längere Geschäftsreise anzutreten und du wirst ihr notfalls bestätigen, dass für mich keine unmittelbare Lebensgefahr während ihrer Abwesenheit besteht. Aber man muss sie doch... Wenn sie zurückkommt, bin ich entweder tot oder ihr bleibt nichts anderes übrig, als sich mit meinem neuen Aussehen abzufinden. Ist das fair, Arthur? Sie ist eine junge, temperamentvolle Frau. Ich bin ein total verbrauchter Mitfünfziger. Liegt es da nicht auch in Helens Interesse, wenn ich den Körper mit einem jungen Mann tausche? Noch einmal machte ich mit meinem Team Tierversuche. Hintereinander gleich 3-mal transplantierten wir Gehirne bei Rhesusaffen. Alles ging glatt. Die Untersuchungen an den Empfängertieren waren fast abgeschlossen, als mir spätabends gemeldet wurde, bei Eugen Kunert habe die Agonie begonnen. Ich begab mich sofort in den vorbereiteten Operationstrakt. Als sie Arthur hereinrollten, wusch ich mich eben. Er machte einen sehr ruhigen Eindruck. Ich will Sie nicht mit Einzelheiten der Operationstechnik langweilen. Zwischen Arthurs Gehirn und Kunerts Rückenmark wurde ein künstliches Verbindungsstück, eine Art winziges Relais, eingesetzt. Außer dem Hirn übertrugen wir auf Kunerts Körper auch Arthurs gesamtes Blut. Darin sind die Antigene enthalten, die normalerweise die Abstoßung von körperfremdem Eiweiß bewirken. In diesem Fall würden sie wegen der großen Ähnlichkeit der Faktoren bei beiden Patienten nur schwach wirken und darüber hinaus hatten wir sie korrigiert. Aber ich wollte ganz sicher gehen. Durch den Blutaustausch wollte ich erreichen, dass die hochempfindlichen Ganglienzellen des Gehirns auch nach der Übertragung durch dasselbe Blut versorgt wurden wie vorher in Arthurs Körper. Wie ist der Puls? Atmung. Herz nochmal schocken. Die Operation verlief ohne Komplikationen. Als sie beendet war,
wankte ich in mein Arbeitszimmer, warf mich auf die Couch und fiel in einen todesähnlichen Schlaf. Als ich erwachte, war es Mittag. Ich wusch mir Gesicht und Hände und ging ins Vorzimmer. Tag, Herr Professor. Morgen, Hofmännchen. Haben Sie gehört, wie es Herrn Zacharias geht? Wissen Sie nicht, dass er gestorben ist? Was denn gestorben? Und Sie haben mich nicht... Ich dachte, Sie hätten die Operation gemacht, während er... Ach so. Nein, nein, das ist... Aber wie sollen Sie das begreifen? Dr. Weber hat in Vertretung den Totenschein ausgestellt. Frau Zacharias ist telegrafisch von einer Reise zurückgeholt worden und heute Vormittag gegen 9 kam sie und ging mit der Stationsschwester in die Leichenhalle. Um Gottes Willen. Ich habe nicht daran gedacht, dass man einen Menschen nach einer geglückten Operation auch auf dem Verwaltungswege umbringen kann. Wie bitte? Als Frau Zacharias kam, hätten Sie mich wecken müssen. Oh, das wollte ich doch auch. Aber es war so, Frau Zacharias war sehr... Naja, sie war sehr ungehalten, weil sie ihr nichts von der geplanten Operation gesagt hatten. Sie wollte nicht mit Ihnen sprechen. Merkwürdig. Mein erster Gang führte in die Leichenhalle. Obwohl ich wusste, was mich dort erwartete, war es ein unvorstellbarer Schock für mich, an Arthurs offenem Sarg zu stehen. Obwohl ich die Wahrheit besser als irgendeiner kannte, brachte ich es nicht fertig, diesen Toten für etwas anderes zu halten als eben für Arthur Zacharias. Die Überlegungen, mein Freund lebe irgendwo in diesem Haus in einem anderen Körper, blieben Theorie. Nach dem Besuch in der Leichenhalle fuhr ich nach oben, hastete den Korridor entlang und öffnete die Tür zu Arthurs Krankenzimmer. Grinsend und mit offenen Augen lag Kunert in Arthurs Bett. Nie vorher war mir aufgefallen, was für ein abstoßend unsympathisches Gesicht dieser Kerl hatte. Die Tätowierungen auf Armen und Brust waren scheußlich und zum Teil obszön. Ich fuhr regelrecht zusammen, als er mich anredete. Hallo, Richard. Scheint ja alles geklappt zu haben. Weiß es. Helen schon? Ich habe keine Ahnung, wie ich aus dem Zimmer durchs Haus und ins Vorzimmer des Verwaltungsdirektors gekommen bin. Mit sauer, süßem Gesicht stand dort Küchlers Stationsschwester und tuschelte mit einer Stenotypistin. Als sie mich entdeckte... Herr Professor, haben Sie angeordnet, dass dieser Kunert auf meine Station gelegt worden ist? Obwohl ein chirurgischer Fall und ein Kassenpatient... Ja, ja, das ist in Ordnung. Schade, dass Herr Zacharias die Operation nicht überlebt hat. Hören Sie, ich habe jetzt keine Zeit, ihn hier an... Dabei hatte er sich doch schon so gut erholt. Herr Professor? Ja, was ist da noch? Er hatte doch kein Gehirnleiden. Weshalb haben Sie die Kopfoperation gemacht? Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Wollen Sie vielleicht unterstellen, dass ich... Ich will gar nichts unterstellen. Ich ließ sie stehen und stürmte an der Sekretärin vorbei ins Allerheiligste unseres obersten Bürokraten. Sie müssen den Totenschein sofort zurückrufen. Begreifen Sie denn nicht, was wir im Operationssaal gemacht haben? Ich fürchte, Sie haben da ein unlösbares Personenstandsproblem geschaffen, Professor. Personenstandsproblem? Mit einem Team hervorragender Mitarbeiter ist es in unserer Klinik gelungen, ein bis gestern utopisch-fantastisches Problem zu lösen. Ich brauche wohl nicht daran zu erinnern, dass unsere Klinik jetzt weltberühmt wird. Und unsere Verwaltung fabriziert die falschen Formulare. Das ist doch einfach lachhaft. Sie müssen sich ihm zu der Einsicht bequemen, Zacharias lebt, Kunert ist tot. Zeigen Sie ihn mir und ich werde alles Nötige veranlassen. Aber Sie kennen doch den wahren Sachverhalt genau. Wie oft soll ich Ihnen jetzt denn erklären... Jetzt halten Sie mich für stur, weil ich nicht weiß, wie ich den Totenschein für eine nicht existierende Leiche beschaffen soll. Aber selbst wenn ich das könnte, es bleibt die Frage, was geschieht mit dem Toten in der Leichenhalle? Frau Zacharias hat ihn als ihren Mann identifiziert. Und Sie können sagen, was Sie wollen, das ist auch Zacharias. Er kann es aber nicht sein, wenn wir ihm bestätigen, dass er lebt. Wer ist dieser Tote also? Zum Teufel mit eurer... Kunert etwa? Das glauben Sie selber nicht. Keine Zelle, kein Haar, kein Fingernagel von dem ist jemals Bestandteil von Kunert gewesen. Wie das juristisch liegt, das weiß ich auch nicht. Aber wie es in Wahrheit ist, das weiß ich. Was Sie in der Leichenhalle aufgebahrt haben, ist medizinisch gesehen Operationsabfall, wie ein amputiertes Bein. Damit kommen wir doch nicht durch, Herr Professor. Da haben Sie uns vielleicht ein Ei ins Nest gelegt. Entschuldigen Sie schon. Zacharias liegt im Sarg und lebt. Kunert wird demnächst wieder spazieren gehen, aber für den brauchen Sie einen Totenschein. Nun sieh zu, wie du das dem Standesamt klar machst, liebe Verwaltung.
Demnächst flickt ihr Mediziner eine Kuh und einen Affen zusammen und verlangt von uns, dass wir für dieses Monstrum die Maria Stewart aus dem Sterberegister streichen lassen. Versetzen Sie sich doch mal in die Lage von Arthur Zacharias. Sie lassen sich operieren. Sie wachen aus der Narkose auf und die Leute sagen, jetzt wären Sie nicht mehr Direktor, sondern Toilettenmann von der Kulibri-Bar mit Frau und 6 Kindern. Nee, so eine Operation würde ich bei mir nicht machen lassen. Auf so eine faule Tour mogle ich mich nicht am Grab vorbei, wenn meine Uhr abgelaufen ist. Tja, die Sache überschreitet meine Kompetenz. Das wird wohl ein Gericht entscheiden müssen. Ihr Kunert alias Zacharias soll seine Todeserklärung anfechten. Wenn Sie ihm das noch nicht zumuten wollen, kann es ja seine Frau für ihn machen. Als ich von der Verwaltung zurückkam, versuchte ich Helen telefonisch zu erreichen. Sie ließ sich von mir nicht sprechen. Küchler hatte mir durch Boten ein Urlaubsgesuch geschickt. Sicher würde er nun an ein anderes Krankenhaus gehen. Es blieb noch Eichhorn. Er war sofort bereit, zu Helen Zacharias zu fahren und ihr den wahren Sachverhalt zu erklären. Er hatte selbst erst nach der Operation begriffen, in was er sich da eingelassen hatte. Einige Stunden später saß er mir wieder gegenüber. Nun, sind Sie auch nicht angehört worden, nach Ihrem Gesicht zu urteilen? Doch, sie hat mich reden lassen. Sehr ausführlich sogar. Und was wird sie unternehmen? Die Beerdigung findet übermorgen auf dem Südfriedhof statt. Ich glaube, es wird eine große Sache. Und die Witwe sieht zum Anbeißen aus. Schwarz steht ihr. Ach, reden Sie doch keinen Unsinn. Ersparen Sie mir die psychologische Deutung, Herr Professor. Ich bin ein simpler Chirurg. Was hat sie gesagt? Wörtlich, bitte. Mal sehen, ob ich es noch zusammenbringe. Als meine schöne Rede zu Ende war, ist sie aufgestanden und hat gesagt... Mein Mann ist tot. Ich habe seine Leiche mit meinen eigenen Augen gesehen. Es wäre Verrat an ihm, ihn wie einen Hund verscharren zu lassen, nur damit Sie Ihre medizinische Sensation haben. Vor allem aber richten Sie Herrn Professor Schwarz aus. Ich würde auf keinen Fall auf sein Gutachten hin einen wildfremden Menschen in der Firma, im Haus und im Bett als Arthur Zacharias akzeptieren. Uhr, SDR 1, Verkehrsservice, A6, Heilbronn Richtung Mannheim, zwischen Kreuz Waldorf und Dreieck Hockenheim, Unfall, 10 Kilometer Stau. Im Bereich der Unfallstelle besteht Brandgefahr durch auslaufendes Benzin. Um vorsichtige Fahrweise wird gebeten. Zu der Stunde, als die Farce seiner Beerdigung stattfand, saß ich an Arthurs Bett. Er hatte sich in Kunerts robustem Körper auf unglaubliche Weise erholt. Ich erinnere mich nicht, jemals einen glücklicheren Menschen gesehen zu haben. Sogar das vorläufig Schwerste machte er mir leicht. Ich musste ihm weismachen, er dürfe vorerst keinerlei wie immer geartete Verbindung mit seiner Frau aufnehmen. Meine Begründung, das fremde Nervensystem sei noch nicht unter Hirnkontrolle, jede Aufregung könne die noch hauchzarten Verbindungen der Stränge lösen und, ach, ich weiß nicht, was ich alles zusammengeredet hatte, er schluckte es jedenfalls ohne Argwohn. Ich habe in den Spiegel gesehen. Hätte es mich wirklich in eine etwas angenehmere Figur stecken können. Spaß beiseite. Ganz ohne Probleme wird es nicht abgehen, wenn du hier entlassen wirst. Ach, die Gesellschaft, nicht wahr? Diese Prosperity-Knaben schenke ich dir samt Weibern und Kindern. Hauptsache Helen gewöhnt sich an den ekelhaften Typ, den sie gar nicht geheiratet hat. Wie alt bin ich jetzt? Dein neuer Körper ist 25. 25. 30 Jahre geschenkt. Bist du nicht neidisch? Ach, hör auf. Ich habe schon wieder auf meine Penela-Wünsche zurückgeschaltet. Die Fabriken lasse ich von bezahlten Typen verwalten. Ich will das wahre, gute, schöne suchen. Wie damals. Weißt du noch, Richard? Ja, ja. Ja, würdest du mir bitte mal aus dem Nachttisch mein Scheckheft geben? Und den Kugelschreiber. Bitte. Ja, danke. Moment. Kannst du einen dienstbaren Geist für mich auf die Bank schicken? Natürlich. Das ist ein Barscheck auf mein Privatkonto. Ich habe immer gern ein paar Mark bei mir. Ich schicke einen zuverlässigen Boten. Ach so, Arthur, fast hätte ich es vergessen. Hier, unterschreib das doch mal bitte. Beantrage ich die irrtümlich abgegebene, nämlich betreffende Todesmeldung, als nicht den Tatsachen entsprechend? Was soll das? Stimmt irgendwas nicht, Richard? Die Verwaltung hat einen Bock geschossen. Was?
mich für tot erklärt. Die haben wohl einen Vogel, das gibt's doch gar nicht. Es begann das aussichtslose Spiel, Frau Kunert hinzuhalten. Vor der endgültigen Klärung der Sache bekam sie natürlich keinen Totenschein. Schlimm wurde es aber erst, als Küchlers ehemalige Stationsschwester, die auf meine Veranlassung in eine andere Abteilung versetzt worden war, Eva Kunert eines Tages in der Halle abfing. Ich war zufällig Zeuge, ohne von den beiden gesehen zu werden. Tot, Ihr Mann? Lassen Sie sich doch nichts einreden. Gehen Sie mal auf die private Innere, Zimmer 96. Da können Sie sehen, wie er lebt. Vielleicht tut er so, als ob er Sie gar nicht kennt. Der will nämlich Fabrikbesitzer werden. Und da ist auch gleich eine andere Frau dabei. So eine aufgedonnerte mit Sportwagen und Nerz. Verstehen Sie? Unsere Ärzte sind bis rauf zum Professor an dem Schwindel beteiligt. Aber von mir wissen Sie das nicht. Verstanden? Kurz darauf fing ich die Kunert ab, als sie eben Arthurs Zimmertür öffnete. Fast mit Gewalt schleppte ich sie weg. Natürlich hatte sie ihn schon gesehen. Anfangs ruhig, dann immer heftiger, versuchte ich, ihr die Wahrheit beizubringen. Das einzige Ergebnis war, dass sie mich erpresste. 200 Mark musste ich für jede Woche zahlen, in der sie Arthur in Ruhe ließ. Wieder verstrich einige Zeit. Warum bekomme ich keinen Telefonapparat auf den Nachttisch? Weil der dich in Versuchung führen könnte. Helen anzurufen, nicht wahr? Ich fühle mich völlig gesund, aber du schirmst mich von der Welt ab. Was ist los? Warum schreibt mir meine Frau nicht wenigstens? Braucht sie nicht meinen geschäftlichen Rat? Ich habe ihr geschrieben, aber sie hat nicht geantwortet. Hast du ihr das verboten? Arthur, du hast die schwerste Operation hinter dir, die in der Geschichte der Medizin je an einem Menschen vorgenommen wurde. Und das ist noch kein Vierteljahr her. Du hast mich zu dieser Operation überredet. Gut, du hast deinen Willen gehabt. Meine Anordnungen sind mehr als rigoros, zugegeben. Aber vorläufig wirst du ihnen gehorchen, denn bis auf Weiteres ist der Experte zugleich der Boss. Ein amtliches Schreiben flatterte mir auf den Schreibtisch. Darin wurde in schönstem Behördendeutsch mitgeteilt, der Antrag auf Personenstandsberichtigung, hier Löschung des Arthur Wilhelm Detlef Zacharias, geboren am und so weiter im Sterberegister, sei abzulehnen gewesen, da der angebliche Antragsteller laut Auskunft der verwitweten Frau Helene Zacharias, geborener Holzmann und anderer Beweismittel zufolge, tatsächlich verstorben sei. Zwei oder drei. Herr Professor? Ja? Ein Inspektor Wolf der Kriminalpolizei möchte Sie sprechen. Mich? Ja. Keine Angst, es geht nicht um Sie. Entschuldigung, wenn ich gleich so reinplatze. Wolf, mein Name. Darf ich mich setzen? Ja, bitte. Dankeschön. Es ist gut, Van Hoffmann. Würden Sie sich bitte kurz fassen, ich bin sehr beschäftigt. Kann ich verstehen. Geht mir genauso. Davon habe ich direkt manchmal so ein komisches Drücken unterm Schlipsknoten. Sehen Sie? Hier. Ja, also, ja. Kommen wir eben zur Sache. Sie haben einen üblen Typ unter Ihren Patienten. Eugen Kunert heißt der Kerl. Da sind Sie an der falschen Adresse. Ja, wieso? Seine Frau sagte doch... Nun mal der Reihe nach. Was liegt gegen diesen Mann vor, außer dass er ein übler Typ ist? Erstens ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel Strafantritt zur Verbüßung einer Reststrafe von 6 Monaten wegen Rückfalldiebstahls. Dazu kommt aber jetzt ein Verfahren wegen Betrug und Urkundenfälschung. Da, sehen Sie sich mal einen Check an. Den hat der Fabrikant Arthur Zacharias ausgestellt, soviel ich sehe. Ja, das haben die auf der Bank zuerst auch gedacht und die 1000 Mark ausgezahlt, bis dann die Revision drauf kam. Stellen Sie sich die Unverschämtheit vor, Herr Professor. Also, an dem Tage, an dem Zacharias diesen Scheck angeblich ausgestellt haben soll, wurde er beerdigt. Was sagen Sie nun? Inspektor, die Sache ist ganz anders gewesen. Moment. Die Bank hat die Unterschrift prüfen lassen. Erstklassige Fälschung. Kaum vom Original zu unterscheiden. Nur, dass Zacharias eine leichtere Hand gehabt hat als der Fälscher. Man schickt uns also die Papierchen und was finden wir? Klassische Fingerabdrücke von unserem Geschäftsfreund Kunert. Sieht so aus, als ob er in die Fälscherbranche einsteigen will. Das Talent haben wir ihm nicht zugetraut. Hastig versuchte ich, dem Inspektor die Zusammenhänge zu erklären. Das verwirrte ihn. Schließlich telefonierte er und dann... Der Antrag, die Todeserklärung zu widerrufen, ist doch abgelehnt worden. Ja, von der untersten Instanz, aber... Tut mir leid. Amtlich heißt Ihr Patient nun einmal Eugen Kunert und ist mit dem Mann, den wir suchen, identisch. Das werden wir auch noch erkennungsdienstlich nachweisen. Foto, Fingerabdrücke etc. Wo kann ich ihn vernehmen? Überhaupt nicht. Er ist nicht vernehmungsfähig. Ja. Herr Professor, ich hoffe, Sie haben sich gut überlegt, was Sie da tun. Guten Tag.
Der Damm, den ich um Arthur errichtet hatte, wurde immer undichter. Über kurz oder lang musste er brechen. Jetzt war es Zeit, ein klärendes Gespräch zu führen. Arthur würde es vertragen, denn vom medizinischen Standpunkt war er gesund. Ich bat ihn zu mir. Vielleicht denkst du, ich bin kleinlich. Setz dich erst mal. Also was ist passiert? Das ist eine grobe Taktlosigkeit. Dein Vorzimmermädchen hat mich mit Herr Kunert angesprochen, mehrmals sogar. Das ist eine gute Einleitung. Ich bezahle eure gesalzenen Preise nicht, um mich vom Personal beleidigen zu lassen. Nach der Operation ist nicht mehr ein Pfennig für dich bezahlt worden. Was? Warum sagst du mir das jetzt erst? Es sind doch keine Rechnungen geschrieben worden. Eines Tages wird das wahrscheinlich alles die Fürsorge begleichen. Ha, ha, ha. Ich habe schon bessere Witze gehört. Auf den Namen Eugen Kunert. Jedenfalls belastet die Verwaltung diese Karteikarte mit deinen Kosten. Hier, lies das. Was? Was soll der Unsinn? Das siehst du doch. Es ist die amtliche Ablehnung deines Antrages. Tut mir leid. In diesem Krankenhaus lebt seit etwa 3 Monaten kein Arthur Zacharias mehr. Das ist doch nicht wahr. Die Schwestern sprechen mich mit meinem Namen an. Der Stationsarzt, der Pfleger, ja sogar die Putzfrau. Ich habe strenge Anweisung gegeben, auf deine Marotten, der Fabrikant Zacharias zu sein, widerspruchslos einzugehen. Das ist doch... Das kann doch nicht wahr sein. Doch, Arthur. Leider. Und wundert dich das? Wir muten den anderen zu, dich als den 55-jährigen Multimillionär zu akzeptieren, obwohl wir ihnen nur den 25-jährigen asozialen Gelegenheitsarbeiter zeigen können. Kannst du es der Welt übel nehmen, wenn sie da nicht mitmacht? Na schön. Im Grunde kann es mir ja egal sein, was die anderen von mir denken. Du darfst nur nicht vergessen zu fragen, wer die anderen sind. Die Behörden zum Beispiel. Die Bürokraten, die reiten wie üblich ihren Amtsschimmel. Die Ablehnung werde ich von den gerissensten Juristen anfechten lassen. Es geht nicht nur um den Staat. Sondern? Los, sag schon alles. Frau Kunert beansprucht dich für sich und ihre Kinder. Das ist ja lächerlich. Ich habe die Frau nie im Leben gesehen. Man kann ihr aber nicht widerlegen, dass sie mit dem Körper, in dem du jetzt steckst, seit einer Reihe von Jahren verheiratet ist. Das muss eben geregelt werden. Meinetwegen durch Scheidung. Ach, unter welchem Namen willst du die Scheidung beantragen? Wenn du es unter Kunert tust, gibst du den anderen schriftlich, dass du Kunert bist. Zacharias aber war erstens nie mit Frau Kunert verheiratet und zweitens ist er für die Ämter tot. Da muss es doch einen Weg geben. Ich werde die Frau abfinden. Irgendwie muss mit der doch klarzukommen sein. Um ein Gespräch mehr wirst du jedenfalls nicht herumkommen. Ja, dann sorge aber bitte dafür, dass du alles mit anhören kannst. Sie kann sehr, sehr unverschämt werden. Ich werde ihr 100.000 bieten. Meinetwegen 250.000. Ich hänge nicht mehr am Geld. Davon besitze ich mehr, als ich jemals verbrauchen kann. Du hast es besessen. Es ist eine reine Formsache. Ach, steck den Kopf doch nicht in den Sand, Arthur. Keine Bank nimmt den Scheck eines Toten an. Womit willst du also die Anwälte honorieren und Eva Kunert abfinden? Na, dann ruf doch Helen an und sag... Ich habe Helen zur Universalerbin gemacht. Wird sie... Ja, damit wären wir beim schwersten Teil. Überleg mal, Arthur. Da steht nicht nur dein Name auf dem Grabstein, darunter Körper. Bevor der Sarg geschlossen wurde, hat deine Frau dir Blumen in die Hand gedrückt. Dann hat ihr der Oberbürgermeister kondoliert. 2 Minister haben an diesem offenen Grab gesprochen. Das Fernsehen hat Auszüge davon in der Tagesschau gezeigt. Deine Direktoren, Betriebsräte und eine Lehrlingsabordnung haben dir die ersten Schaufeln Erde nachgeworfen. Alle Zeitungen haben Nachrufe gemacht. Oh ja, es war alles sehr ordentlich, feierlich und traurig. Mein Gott. Helen, ich werde sie sofort anrufen. Mit Kunerts Stimme? Dann gehe ich eben zu ihr. In Kunerts Gestalt? Aber was ich sage, was ich denke, empfinde... Ist weder fassbar noch beweisbar. Die Operation, du kannst es bezeugen. Wir sagen, du hast einen neuen Körper bekommen und Kunert ist tot. Die anderen meinen, dem Kunert ist ein neues Hirn eingesetzt worden und du bist tot. Helen... Gehört zu den anderen. Werde ich jetzt aus dem Krankenhaus entlassen? Nein. Medizinisch bist du zwar in Ordnung, aber... Arthur blieb im Krankenhaus. Aber am folgenden Morgen wollte er es verlassen. Eine Schwester merkte es und rief mich an. Ich eilte in die Halle und erreichte ihn gerade noch. Jetzt blieb mir nichts anderes übrig,
als auch noch die letzte Karte dieses traurigen Spiels auf den Tisch zu legen. Kunert war mehrfach vorbestraft. Er hatte noch ein halbes Jahr abzusitzen. Wenn du das Krankenhaus verlässt, dann riskierst du sofort verhaftet zu werden. Soll ich mich für den Kerl auch noch einsperren lassen? Nicht nur für ihn. Ich habe dir auch noch was eingebrockt. Der Scheck, den ich für dich zur Bank geschickt habe. Ja? Ja, du konntest nicht wissen, dass du ihn am Tag deiner Beerdigung ausgestellt hast. Aber ich wusste es. Nur habe ich nicht daran gedacht, dass es juristisch eine Fälschung war und dass du Kunerts Fingerabdrücke hinterlassen würdest. Sie werden versuchen, dich deswegen so lange wie möglich ins Zuchthaus zu bringen. Eugen! Wer ist das? Was wollen Sie von mir? Eugen! Du kannst doch nicht einfach... Na, wir haben doch Anspruch darauf, ich und die Kinder. Ich überredete die beiden, sich in Arthurs Zimmer zu unterhalten. In einem Nebenraum hörte ich hinter angelehnter Tür zu, wie ich es Arthur versprochen habe. Da kommst du bei mir nicht mit durch. Dir die reiche Witwe unter Nageln und Kinder... Frau Kunert, der Herr Professor hat Ihnen doch die Sache erklärt. Ach, was der sagt, interessiert mich nicht. Das ist maßgebend. Hier steht schwarz auf weiß und amtlich, dass der Zacharias tot ist und dass mein Mann lebt. Jawohl, du bist mein Mann. Das kann jeder bezeugen, der uns kennt. Ich weiß nicht mehr weiter. Was bin ich jetzt, essen hast? Deswegen haben sie jetzt deine Abdrücke und dein Passbild und alles. Was ist denn jetzt los? Heulen sie? Hey, ich kann doch nicht dafür. Na Mensch, sagen sie doch was. Jetzt haben sie wieder sie gesagt. Sie wissen also, dass ich nicht Ihr Mann bin? Naja, eigentlich schon. Gegen Sie war der Eugen doch ein Rindvieh. Aber was soll ich machen? Manchmal hat er halt doch gearbeitet. Und was in seinem Kopf war, hat mich nicht interessiert, solange er... Verdammter Mist. Da haben die Ihnen den Körper von meinem Eugen gegeben. Ausgerechnet das, was ich nicht entbehren kann. Hören Sie mal, wenn die Operation nicht gemacht worden wäre, läge dieser Körper schon seit ein paar Monaten unter der Erde. Wenn und wäre... Die Figur, mit der ich verheiratet bin, liegt aber nicht unter der Erde, sondern läuft mir vor der Nase rum. Und das ist verflucht nochmal ein Unterschied. Du... Sind Sie verrückt geworden? Halten Sie sich da raus, Herr Generaldirektor. Es geht Sie nichts an, was eine verheiratete Frau mit ihrem Mann macht. Merken Sie, dass Eugen lebt? Frau Kunert... Bleiben wir beim Du. Wie soll das weitergehen? Wir können beide nicht ohne Eugens Körper leben, also... Teilen wir in uns. Dein Gehirn, deine Gedanken und deine Seele, davon verstehe ich nicht, kannst du behalten. Damit kannst du Arbeit darum kommandieren oder Gedichte auswendig lernen. Von mir aus Französisch. Aber den Eugen bringst du mir immer, wenn ich ihn brauche. Und ich werde ihn ziemlich oft brauchen. Nein, Sie scheinen zu vergessen, dass ich verheiratet bin. Was, bist du verheiratet? Ach, sieh mal an. Was willst du denn deiner Frau bieten, hä? Dein Geist? Meinen Mann willst du ihr ins Bett legen, du Zuhälter? Aber da habt ihr euch geschnitten. Was dir nicht gehört, kannst du auch nicht an eine andere verschenken. Beklauen lasse ich mich nicht, ihr aufgeblasenen Bonzen. Frau Kunert, auf dieser Ebene diskutiere ich nicht. Ebene diskutieren? Hier werden die Rosinen schon noch eintrocknen. Im Knast, verstehst du? Erst die alte Sache. Das ist ein halbes Jahr. Die Scheckfälschung, die wird nicht so billig, das weiß ich von der Kripo. Aber dann kommt's erst. Ich gehe von hier aus zur Polente und zeig dich an. Du hast genau gewusst, dass ich auf den Strich gegangen bin, wenn du zu faul zum Arbeiten warst. Und sogar das Geld hast du mir abgenommen und versoffen. Weißt du, was das ist? Schwere Kuppelei und Zuhälterei. Ach, von mir aus sollen sie dich 10 Jahre reinstecken. Sie wissen doch, dass ich gar nicht ihr Mann bin. Na und? Alle wissen's. Trotzdem nimmt dir keiner deine Gehirnstory ab. Ich habe mir deine Frau mal angesehen und in der Illustrierten ein Bild von dir, wo du noch gelebt hast. Was denkst du, warum die Edelschnecke so einen vergammelten Ollen geheiratet hat? Aber vor mir spuckst du aus, weil ich es auch manchmal für Geld gemacht habe. Aber nicht für Kleider und Pelze wie deine, sondern für was zu fressen für meine Kinder und sogar für den arbeitsscheuen Eugen. Ach, ihr seid alle natürlich viel vornehmer und moralischer als wie ich und mein Eugen, nicht? Aber jedenfalls kriegt die Edelnutte meinen Mann nicht. Und wenn du dich auf den Kopf stellst... Arthur, ich... Warum hast du mich operiert, Richard? Weil ich es wollte. Du hättest erkennen müssen, dass ich zu krank und zu schwach war, um gegen den Lebenswillen anzukämpfen. Du hättest nicht vor meiner Todesangst kapitulieren dürfen. Der Kampf ging in die letzte Runde.
Man forderte mich auf, im Ministerium zu erscheinen und mich dort einer Sonderkommission zu stellen. Vor der Tür zum Sitzungszimmer begegnete ich Dr. Eichhorn. Auf einer Bank saß die Stationsschwester, die Arthur vor der Operation betreut hatte. Sie bemühte sich, mich nicht anzusehen. Ehe ich mit Eichhorn sprechen konnte, wurde ich hineingebeten. Es war eine große Kommission. Ich erkannte Politiker der Regierungspartei und der Opposition, hohe Beamte, Juristen und Ärzte. Ein Ministerialdirektor aus dem Innenministerium eröffnete das Gefecht. Herr Professor, niemand zweifelt vorläufig daran, dass Sie ehrlich glauben, es handelte sich bei Ihrem Patienten um den verstorbenen Arthur Zacharias. Das glaube ich nicht nur, das ist eine Tatsache. Nun, wir können immerhin das Gegenteil beweisen. Der Mann ist absolut identisch mit einem gewissen Eugen Kunert. Ich habe nie bestritten, dass Zacharias Kunerts Körper bekommen hat. Das ist wie ein ausgetauschtes Organ. Zum Zeitpunkt der Operation war Kunert bereits an einem Hirntumor gestorben. Aber vielleicht kommen wir anders weiter. Ich sehe unter Ihnen Herrn Dr. Berg. Darf ich Sie etwas fragen, Herr Kollege? Ja, das heißt... Würden Sie meinen, dass sich das Bewusstsein eines Menschen in seinen Fingerabdrücken manifestiert oder im Gehirn? Wenn Sie derart polemisch fragen, Herr Professor... Auf meiner Seite kann wohl von Polemik keine Rede sein. Sie wissen alle, dass ein einfacher Intelligenztest klarstellen würde, dieser Mensch kann jedenfalls nicht Kunert sein, der nicht einmal die Volksschule bis zum Schluss besucht hat. Zwingen Sie mich doch nicht, mich an die Presse und damit an die Öffentlichkeit des In- und Auslandes zu wenden. Sie alle wissen, dass Zacharias und ich die Wahrheit sagen. Warum wollen Sie die Tatsachen unterdrücken? Darf ich mal was sagen? Selbstverständlich, Herr Minister. Lieber Professor, es gibt Wahrheiten, die dürfen einfach nicht wahr sein. Dazu gehört dieser Fall. Wir würden die Gesellschaftsordnung, ja den Staat schlechthin gefährden, wenn wir akzeptieren wollten, was Sie uns als Mediziner... Aber das ist doch lächerlich! Wirklich, wo käme der Staat hin, der sich nicht einmal mehr auf die besonderen Kennzeichen seiner Bürger verlassen könnte? Jede Ordnung bricht zusammen, wenn Sie der Staatsgewaltige entziehen, was Sie überwachen, kontrollieren oder meinetwegen beherrschen. Stellen Sie sich vor, jeder Mörder kann erklären, ich bin gar nicht der X, sondern der Y. Mein Gehirn ist nur in diesen Körper gepflanzt worden. Wem dienen Sie eigentlich damit, wenn Sie das Ich oder den Geist des Menschen zu einer vom Körper unabhängigen Realität machen? Ja, genau das haben Sie getan. Das freie Denken ist Ihnen also ganz unwichtig. Im Gegenteil. Wir halten es für äußerst gefährlich. Merken Sie denn gar nicht, warum diese Angelegenheit sich zur Staatsaffäre auswächst? Ich werde jedenfalls kämpfen. Für die Persönlichkeit, die Rechte und den Besitz meines Patienten. Gut, dass Sie von Besitz sprechen. Das kommt vom Sitzen, nicht wahr? Dazu braucht der Mensch bekanntlich kein Gehirn, sondern einen gewissen Körperteil. Und auch der stammt ja nun bei dem strittigen Subjekt zweifellos von Kunert. Hat also nichts auf dem Zacharias-Nachlass zu suchen. Das ist unqualifiziert, Herr Minister. Ihr Verhalten ist unqualifiziert. Herr Generalstaatsanwalt, ich glaube, wir werden nicht drum herumkommen. Ich hätte lieber geschwiegen. Draußen steht eine Stationsschwester, die aussagt, Zacharias habe keineswegs im Sterben gelegen. Wollen Sie eine Krankenschwester als medizinische Sachverständige heranziehen? Zacharias litt an Leberzirrhose und Niereninsuffizienz mit allen Folgeerscheinungen im letzten Stadium. Aber sein Gehirn war intakt. Sonst hätte ich es nicht übertragen. Praktisch und juristisch starb die Person Arthur Zacharias. Jedenfalls das, was unsere Gesellschaft und Rechtsordnung unter Person versteht, ist tot und wurde begraben. Herr Professor, Zacharias ist nicht an einem Leber- oder Nierenleiden gestorben, sondern ganz allein deswegen, weil Sie ihm bei lebendigem Leibe das Gehirn herausgenommen haben. Wollen Sie damit andeuten, ich hätte ihn umgebracht? Andeuten ist gut. Was nach der Entfernung des Gehirns geschah, ist für mich unerheblich. Das Herausnehmen war jedenfalls vorsätzlicher, vollendeter Mord. Das Opfer liegt auf dem Südfriedhof, wir können es jederzeit exhumieren lassen. In einem eventuellen Strafverfahren müsste man Ihre späteren Bemühungen, die Eintragung im Sterberegister ändern zu lassen, als Verdunklungsversuche werten. Ich hatte ausgespielt. Die Heldenrolle lag mir nicht, also habe ich kapituliert. Habe Arthur verraten. In der Nacht darauf verschwand er aus dem Krankenhaus. Und dann habe ich Helen angerufen und nun hat sie mich empfangen in Arthurs Villa. Eichhorn hatte recht, schwarz stand ihr. Der Minister hat mich angerufen. Er sagt, Sie seien endlich vernünftig geworden. Ihr Zynismus ist nicht mehr zu überbieten. Oh, so habe ich das nicht gemeint.
Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt wieder miteinander reden können, weil wir in Bezug auf Arthur Komplizen geworden sind. Sie haben also auch von vornherein die Wahrheit gekannt. Oh, Sie irren sich. Welchem Frauentyp haben Sie mich zugeordnet, als Sie mich das erste Mal sahen? Was soll das? Luxusweibchen, nicht wahr? Ja, vielleicht war ich das wirklich. Mindestens war ich es aber in Arthurs Augen. Er war nicht naiv genug, eine Liebesheirat zwischen uns für möglich zu halten. Er hat mich angeschafft wie ein Rolls-Royce. Warum haben Sie sich anschaffen lassen? Weil ich ein Luxusweibchen war. Und weil diese reiche Heirat meine Laufbahn krönen sollte. Unsere Heirat war ein Vertrag, wie er täglich 1000-mal geschlossen wird. Mit allen Rechten und Pflichten einer normalen Ehe. Ich habe alle Pflichten erfüllt. Verurteilen können Sie mich nur, wenn ich mich ihm jemals versagt oder ihn betrogen hätte. Ich durfte damit rechnen, dass ein Mann in diesem Alter und bei einem solchen Arbeitstempo höchstens noch 10 Jahre durchhalten würde. Verziehen Sie den Mund nicht, Richard. Meine ganze Schlechtigkeit besteht daran, dass ich es ehrlich ausspreche. Auch Arthur hat das so betrachtet. Ich habe keinen schwärmerischen Poeten geheiratet, sondern einen der schlauesten und rücksichtslosesten Geschäftsleute. Weiter, bitte. Nach menschlichem Ermessen musste mir in jungen Jahren eine riesige Erbschaft zufallen. Glauben Sie mir, ich habe die Armut kennengelernt. Deshalb hatte ich mich entschlossen, kalt und berechnend zu werden. Aber nicht für immer. Als Witwe, verstehen Sie, wollte ich es mir leisten können, die Jugend mit ihrer Liebe, Leidenschaft und Dummheit nachzuholen. Mit allem, was ich unterdrückt hatte. Und da wollte Arthur mich um seinen Tod betrügen. Er stahl sich sozusagen aus dem Jenseits zurück und wollte mich lebenslänglich an die ekelhafte Gestalt eines tätowierten, kraftstrotzenden Mannstieres fesseln, gegen das ich obendrein fast eine alte Frau gewesen wäre. Was Sie da sagen und wie Sie es sagen, das klingt entsetzlich. Aber vielleicht haben Sie recht. Soll der Experte Ihnen jetzt für die Lektion danken? Zacharias. Inspektor Wolf, kann ich bitte Herrn Schwarz sprechen? Für Sie, Herr Professor. Danke. Schwarz? Hier ist die Kriminalpolizei, Inspektor Wolf. Wir haben Ihren Patienten Eugen Kunert gefunden. Lag tot auf dem Grab der Familie Zacharias. Herzschuss. Wahrscheinlich Selbstmord. Irrtum. Er ist erschossen worden. Wie bitte? Und wer soll der Täter sein? Der größte Feind, den er hatte. Arthur Zacharias. Aber den gibt es für Sie ja nicht. Experten. Hörspiel von Horst Zahlten. Die Rollen und ihre Sprecher waren Professor Schwarz, Heinz Schimmelpfennig. Arthur Zacharias, Franz Kutschera. Eugen Kunert, Gerd Baltus. Helen Zacharias, Renate Schröter. Eva Kunert, Sabine Hahn. Dr. Eichhorn, Gerold Grauel. Dr. Küchler, Toni Dameris. Fräulein Hofmann, Christine Davis. Stationsschwester, Melanie de Graaf. Verwaltungsdirektor, Alwin Michael Rüffer. Kriminalinspektor, Günther Amberger. Minister, Raimund Bucher. Ministerialdirektor, Walter Fitzmühlen. Generalstaatsanwalt, Walter Prüssing. Und Dr. Berg, Dirk Galub.